Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyborn. Nach langer Zeit mal wieder im Kolosseum, wo wir zuletzt ein paar Kämpfe bestreiten konnten, auf höheren Schwierigkeitsgraden und sogar erfolgreich gewesen sind. Aber wir sind zwischenzeitlich ja auch gut vorangekommen mit dem Leveln, haben einen neuen Charakter mit dazu bekommen. Und das Spannendste am Ende der letzten Folge war, dass wir ein sehr spezielles Item erhalten haben. Hier, nämlich genau das. Allows you to purchase exotic equipment from the Colosseum Bazaar. Genau, das wollten nämlich alle Händler hier sehen, sonst gibt es keinen Handel und so. Das heißt, wir können jetzt zum ersten Mal gucken, was sie denn hier so anzubieten haben. Oh shit, und ich glaube, das wäre eigentlich so ein Zeug, was ich mal offscreen mal hätte angucken können. Wobei, eigentlich habe ich ja jetzt eine relativ einheitliche Vorgehensweise, wenn das hier genauso angeordnet ist wie in den anderen Läden auch. Also, das ist immer leicht, mittel, schwer, leicht, mittel, schwer. Und dann auf die einzelnen Körperteile quasi ausgerichtet. Ja, okay, die Drohnen hier wieder, das sind schon wieder die... Also die Stormrooks, das ist ja unser neues Hauptstory-Ziel. Das sind so die Sympathieträger Number One, wollte ich eigentlich sagen. So, wow. Okay, also geldmäßig werden wir hier einiges reißen können. Ich will nur erstmal gucken, wo wir was bekommen können. Was? Das wird man aber alles nicht unendlich oft kaufen können, oder? Dann kannst du ja deine Leute bis zum Erbrechen leveln hier. Wow, das ist fies. Ich stehe nämlich total auf solche Items. Menno, warum bietet ihr sowas an? Aus... Aufhören. Und hier ist bestimmt auch voll das tolle Zeug mit dabei. Oh mein Gott. Wow. Wow, 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 wow. Okay, was ist denn hier das teuerste? Ribbon. Ribbon haben wir sogar schon. Ich weiß nicht, ob ich das damals gekauft habe. Nee, das hier ist das teuerste. Was ist denn Timekeeper? Accessory plus 2 auf Speed. Ja. Okay. Ja, und du so? Ach, du verkaufst auch noch. Natürlich tust du das. Aber das beste Obsidian hat er natürlich nicht im Repertoire. Ist auch irgendwie klar und finde ich auch irgendwo gut. Sonst wird man sich ja auch nicht freuen, wenn man das Zeug findet. Boah, ich bin echt überfragt. Also ich tendiere am ehesten dazu, in Dings zu investieren hier. In Ausrüstung. Und wir haben 4 Helme, wenn ich das jetzt richtig sehe. Was ist das hier? Nee, 5 sogar. Ja, klar, 5 Charaktere und für jeden wahrscheinlich ein so ein Ding. Kommt das irgendwie hin? Ja, aber was das Spiel jetzt für wen vorsieht und mit welcher... Oh, mit welchem Gewicht das verbunden ist, da bin ich jetzt total überfragt. Das würde ich mir eigentlich lieber in Ruhe offscreen angucken, weil das sonst hier... glaube ich, ziemlich den Rahmen sprengen würde. Bin gerade so hin und her gerissen. Warte mal, gibt es denn hier so ein paar Sachen? Was ist denn das Teuerste? Ich fange mal immer erst beim Teuersten an, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das wirklich was Gutes ist. Das wäre dann zum Beispiel das hier. So, und warte mal, lass mich mal ganz kurz jetzt anhand von den Rüstungen zum Beispiel auf das Gewicht schauen. Hier haben wir ein Gewicht von 1, 2, 2, 3... Das hat gar kein Gewicht. Ach so, doch 5. Ach, wie ich die ganze Zeit hier nach rechts geguckt habe und dann dachte, das würde wegfallen. Okay. Also die 5er, das ist das ganz Schwierige. Das wird dann eher so Sullivan-Zeug sein. 2, 3 ist eher so das Mittlere. Und das hier wird der ganze Kram sein, der für Corwin vielleicht interessant ist. Aber der ist auch so günstig. Und genau deswegen werde ich jetzt mal gucken... dass ich alles, was mit Noble versehen ist, einmal einkaufe und dann Corwin damit ausstatte. Wenn das jetzt der totale Fehlkauf ist, dann ist das halt so. Warte mal, hier haben wir die Gloves. Boah, Alter, wie viel Zeug es hier gibt. Also das war in dem letzten Laden auf jeden Fall etwas übersichtlicher. So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich mir damit einen Gefallen getan habe. Die Intelligenz geht etwas runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt.
dass er hier ja genau auf Wisdom, heißt er, der hat da irgendwas verbaut. Okay, also das hier ist auf jeden Fall besser. In allen Punkten, deswegen sollte er das bekommen. Der wird jetzt generell das ganze Noble Set bekommen. Dann ist das hier nämlich schon mal übersichtlich und schön und aufgeräumt und dann haben wir ihn schon mal abgefrühstückt. Dann kann ich nämlich den anderen Kram hier verkaufen. Also ich weiß auch bei der letzten großen Einkaufsaction, da bin ich ja so irritiert gewesen und habe so viel hin und her überlegt und ja, ich glaube, mit der Strategie, sich auf ein bestimmtes Set festzulegen, es nervt mich übrigens, dass ich jedes Mal wieder nach unten scrollen muss. Ich glaube, damit wird das dann relativ übersichtlich sein. Ich werde das jetzt wahrscheinlich auch nicht für alle machen. Ich muss mal gucken. Schade, dass man die Augments hier nicht rausholen kann. Die verkaufe ich jetzt halt mit. Ich weiß nicht, ob dadurch auch der Verkaufswert nach oben geht. Kein Plan. Aber das hätten wir auf jeden Fall erledigt. So. Und dann wären doch im Umkehrschluss eigentlich die schwersten Sachen dann auch die, die Sullivan dann bekommen sollte, nicht wahr? Sind das dann alles diese Obsidian-Sachen? Warum sind die denn so schweinebillig? Guck mal, wie arschteuer das hier zum Beispiel ist. Warte mal, das hier ist... Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Wir haben hier... Hier sind irgendwie vom Gewicht her komische Sprünge drin. 0, 1, 1, 3, 3. Okay. Und hier haben wir 1, 2, 2, 3, 5. Das ist nicht überall gleich. 0, 0. Also klar, dass Rüstungen halt schwerer sind als andere Dings, aber trotzdem ist das komisch. Also Sullivan müsste alles, was mit Obsidian endet, dann logischerweise bekommen. Wenn ich jetzt nach dem System hier auch fortfahren möchte. Wobei das hier, guck mal, das hier hat auch ein Gewicht von 3. Was ist denn hier der Unterschied? Stärke plus 42. Beim unteren haben wir ein bisschen mehr HP. Eigentlich ist an dem hier alles besser. Oder sehe ich das gerade falsch? Ich glaube, Sullivan wird jetzt ganz uneinheitlich erstmal das Third Eye bekommen. Und dann hier ist HP deutlich höher. Ne, hier auf jeden Fall den Obsidian Kyras. Und hier muss ich mal gucken. Hier haben wir Obsidian Gewicht 3, hier Gewicht 4. Irgendwie ist das ja merkwürdig. Warte mal, was haben wir hier? Stärke 40, HP 320. Okay, hier haben wir... Ja, er sollte definitiv das hier kriegen. Okay, soviel zum Thema. Ich will immer einheitlich vorgehen. Aber trotzdem geht das jetzt schon mit ein bisschen mehr System vonstatten als seinerzeit. So, mein lieber Sullivan, dann zeige ich mal an hier. Erstmal bekommst du das... Oh, dass die Stärke natürlich so nach unten kracht, ist jetzt eher ungeil. Aber guck mal, wie gut alles andere nach oben springt. Das werden wir mit den Augments hoffentlich ein bisschen aufgefangen bekommen. Und genau diese Sachen hier, die wiegen das ja nochmal zusätzlich auf. Deswegen ist das in Summe am Ende, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Cooles Zeug auf jeden Fall, was man hier bekommt. So, dann kann ich nämlich den alten Kram wieder verkaufen. So, und das habe ich mal für euch rausgeschnitten, weil verkaufen ist jetzt nicht so spannend. Ich habe mir jetzt mal die Helme meiner Mädels angeguckt. Und Claret hat ja einen sehr speziellen Helm, den wir, glaube ich, hier auch gewonnen haben oder irgendwo gefunden haben, ich weiß nicht mehr. Und sie hier trägt die Gladiator's Crown of Agility oder Agility. Deswegen ist eigentlich nur bei Chaska erstmal die Frage interessant, ob sie was auf den Kopf bekommt. Ich glaube, ich werde mal gucken, dass ich Chaska als erstmal mit dem Besten hier ausstatte. Zumindest, wenn ich das hier richtig einschätzen kann. Guck mal, das hier zum Beispiel hat das gleiche Gewicht, aber das untere ist deutlich stärker in allen Punkten. Aber auch deutlich teurer, klar. Aber das hier wird sie einmal bekommen. Dann gucken wir hier. Da würde ich eher bei den 082 Sachen gucken. Warte mal, 082. So, da wird das... Ja, das hier geht eher auf Intelligenz. Ja, für Chaska auf jeden Fall okay. MP+. Boah, das hier ist echt
schwierig. Also so eine Obsidian Mail wäre eigentlich für Claret und für Alda besser, aber das hier würde ich tendenziell ja Chaska mal einkaufen. Ist aber echt teuer. So, und das hier würde ich dann zweimal für die anderen Mädels holen. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht bereuen werde. Das hier gibt's natürlich auch. Ja, scheiße. Nee, das hier wäre eigentlich auch ganz geil. Ja, ich weiß, ich schmeiß gerade irgendwie sinnlos mit meinem Geld rum. Aber, ja, muss halt so. So, und hier... das hier haben wir ja schon für Sullivan geholt, ne? So, warte mal. Das ist jetzt aber auch das Schwerste. Hier haben wir noch ein Dreier. Null. Das hier bringt ja irgendwie überhaupt nichts. Wo sollte man das denn kaufen und ausrüsten? Also außer ganz am Anfang halt. Das hier ist halt super leicht. Stärke 28, Agilität 29. Die Obsidian Grips finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das hier werde ich jetzt mal für Claret, Chaska und... Obwohl, ne, Alda hat irgendwie... Ja, stimmt, Alda hat dieses, auch dieses Gladiators-Ding, glaube ich, schon ausgerüstet. Das heißt, für Chaska und für Claret können wir das noch schnell holen. So, ich werde mal erstmal sie hier ausrüsten. Genau, das hier habe ich nämlich für sie gekauft. Das ist okay. So, dann sollte sie ja das hier bekommen. Dadurch geht die Stärke runter, die Intelligenz springt nach oben. Das mit der Agilität finde ich jetzt gerade eher uncool. Das ist wirklich ein bisschen scheiße. Habe ich das jetzt umsonst aufgekauft vor allen Dingen? Ja, warte mal, aber das hier ist doch auch viel schwerer, oder? Oder war das gleich schwer? Diese Ashigaru-Armor, die bekommt sie jetzt einfach mal. Und auf jeden Fall das hier. Okay, jetzt habe ich zum Ende hin leider doch ein bisschen den Überblick verloren. Sie hier sollte, glaube ich, dieses Obsidian genau das hier bekommen. Das sollte dann, glaube ich, auch Claret einmal kriegen. Genau, Stärke geht um ein Pünktchen runter. Ich glaube, das können wir alle verschmerzen irgendwie. Genau. So, einmal das. Und dann sollte sie noch das hier bekommen. Dann geht die Tech Resistance zwar ein bisschen runter, aber das ist mir dann egal. Das andere sieht nämlich schon ein bisschen besser aus. Ja, so dieser Arcane Cloak da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Die werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal nicht verkaufen, aber was ich mit der tue, wird sich noch zeigen. So, dann hätten wir das nämlich geklärt und dann möchte ich, also ich werde das jetzt mit den Augments dann auch beim nächsten Mal machen, damit wir hier in dieser Folge nicht nur Menügewusel drin haben. Aber ich möchte hier mal gucken, ob man das jetzt unendlich oft einkaufen kann. Ich werde jetzt mal... Boah, das ist echt teuer. Also will uns das Spiel damit sagen, dass der Speedwert hier eine besondere Relevanz hat? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich werde mal einmal das hier kaufen. Man kann das echt unendlich oft kaufen. Da kannst du ja wirklich deine Leute bis ins Unendliche quasi verstärken. Okay, das ist interessant. Das heißt, Geld wird hier jetzt immer gern gesehen. Wir werden nie den Punkt erreichen, wo ich sagen kann, Geld brauchen wir letzten Endes nicht. So, ich gebe das jetzt mal Alda. Und alles andere machen wir dann beim nächsten Mal oder so. Auf jeden Fall speichere ich das Ganze jetzt ab. Ja, sorry, dass das jetzt doch so lange gedauert hat, aber irgendwie hatte ich gerade Bock, das sofort zu erledigen. Gibt es eigentlich irgendwo noch so ein Heilungsknubbel? Ich will nämlich ungerne... Warte mal, jetzt hier so angeschlagen in den nächsten Kampf. Ich mache mal einmal den hier. Und hoffe mal, dass wir jetzt damit auch durchkommen. Vielleicht füllen wir sowieso alles automatisch auf, bevor der Kampf losgeht. Das sind, oh wow, auf jeden Fall neue Gegner. Aber wir sind jetzt auch viel, viel stärker. Also vorhin hatten wir, also vorhin, das war in der letzten Folge, genau, da hatten wir, glaube ich, Feuer und Eis als Element. Und das werden jetzt hier, ach ja, da steht es ja auch rechts. Earth Spirit haben wir sogar schon mal gesehen. Und Wind Spirit. Okay. So, ich bin gespannt. Fangen wir mal mit dem Earth Spirit an. Ich bin vor allen Dingen... Ach, guck mal. Alda kommt jetzt sogar vor Claret ran. Das ist ja interessant.
Das ist mal sehr interessant. Zeig mal, wie Schaden du austeilst. Ja. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Hat sie das damit? Nein! Ich habe überlegt, ob ich den starken Zauber jetzt nehmen soll. Was war das denn? Oh, what the heck? Alter, was war das für ein Angriff? Das muss mir jetzt mal bitte jemand erklären. Können wir den Kampf bitte nochmal machen? Den hat er doch beim letzten Mal auch nicht zum Einsatz gebracht. Ich bin gerade ernsthaft und aufrichtig irritiert. Ich meine jetzt mal alles nochmal so wie vorhin. Außer, dass ich dann mit Claret vielleicht wirklich den starken Angriff mache. Very strong attack. Ja, aber der lädt halt so lange auf. Prepare for next attack, guaranteed critical hit. Haben wir die Zeit? Ich weiß es nicht. Wenn ich den irgendwie paralysieren könnte vorher, dann wahrscheinlich schon. Ich versuch's mal hiermit. Vielleicht reicht das ja? Nee. Diese Poison Nails. Warum zur Hölle teilt das so heftig aus? Schade, dass nicht wenigstens Corwin das überlebt. Er bekommt ja gar nicht die Chance, hier irgendwie mal in Erscheinung zu treten. Hm. Wow. Ja, jetzt so ein Item, was alle wiederbelebt, ne? Das wär's doch mal. Ich bin natürlich... Aber das ist nicht wiederbeleben, ne? Eigentlich will ich ja nur, dass Corwin mal rankommt, aber der wird das auch nicht mehr schaffen. Also auch, weil sein Zauber ja eine Weile auflädt, aufladen muss. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht passiert ja irgendein Wunder. Guck, da haben wir unser Wunder. Der castet zwar trotzdem die ganze Zeit weiter. Warum bin ich so unfassbar schwach? Liegt das vielleicht daran, dass meine Leute so wenig Intelligenz haben? Ist die Intelligenz vielleicht an die Magic Resistance gekoppelt? Weil das ist ja hier definitiv Zauberei, was sie hier zum Besten geben. Den hier müsste ich... Ich müsste die einfach stumm machen. Das ist wahrscheinlich der Trick an der ganzen Sache. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Kampf irgendwie noch hinbekomme, aber wir werden sehen. So, dann holen wir jetzt mal den... Wie heißt er? Wo ist es? Lazarus, hier. Holen wir mal den Sullivan wieder zurück. Obwohl, so eine Magic Barrier wäre, glaube ich, auch ganz gut gewesen jetzt gerade, ne? Aber egal, das Ding ist tot. Wow. Das war schon happig. Und das sind Standardgegner in diesem einen Gebiet, wo ich mich noch nicht weiter getraut habe. Wow, okay. Black Belt, ein schwarzer Gürtel. Das klingt gar nicht nach Karate oder so. Wem würde ich von meinen Leuten am ehesten Karate zutrauen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das jetzt eher... Das ist ein Accessoire. Stärke, Intelligenz und Agilität. Stärke, Intelligenz, Agilität. Alter fängt ja jetzt sogar vor Claret an, ne? Vielleicht sollte ich das Corwin geben, weil der ja doch relativ spät im Kampf erst einsteigt. Der hat auch gar nicht so gute Werte. Intelligenzboost wäre drin. Ist zwar ein bisschen schade um die HP, aber wir gucken einfach mal, ob uns das nicht vielleicht weiterbringt. So, ich habe ja ein bisschen Angst. Oh, hier steht was Neues, glaube ich. Welcome to the Gold League, you. Also, warte, falsche Stimme. You walk among a rare few. The most grizzled warriors, the most otherworldly creatures, the very things that walk this land longer than time itself. And you get to fight them ready. Ja. Ist das jetzt der letzte Kampf von allen? Nee, oder? Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie mir da zwei vor die Nase setzen. Das wird dann wohl eher so ein überstarker letzter Gegner sein. Könnte ich mir vorstellen, wissen tue ich es natürlich nicht. So, das hier könnte ich ja mal versuchen. Ich weiß nicht, ob sich diese Long Charge Time lohnt, aber wir gucken einfach mal. Ich gehe mal auf den rechten. Ich wette nämlich, die wird den 100 Pro, wird sie den fertig machen. Schätze ich, hoffe ich, meine ich. Mal gucken. Double Strike, okay. Damit kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht, will ich meinen. Magic Barrier. Die sehen irgendwie nicht so aus, als würden sie großartig
zaubern, aber vielleicht überraschen sie mich ja. Mal gucken. Er ist echt gespannt, wie lange das bei Alda dauert, bis sie mal wirklich an die Reihe kommt. So, Humiliator. Paralyze. Paralyze reicht mir erstmal. Wenn es funktioniert, ist natürlich schöner, ne? Speeds up all allies. Jawohl, das möchte ich bitte einmal haben. Sehen wir auch gerade zum ersten Mal. Das war gerade der Angriff von Alda. Hat auf jeden Fall gut reingehauen. Kann man nicht meckern. So, Sullivan darf einmal gecured werden. So, dann gucken wir mal, was Eliminate so ausrichten kann. Jawohl, einer ist weg. Was? Der Cleric stand gerade minus 50% Next Skill oder so. Das hat sich jetzt irgendwie weniger geil gelesen, aber okay. So, einmal Shockwave. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Kennt man ja nicht anders von ihm. So, jetzt vielleicht Paralyse. Ja, hat diesmal funktioniert. Ja, den kannst du jetzt einmal curen. Damit er am Ende hier vielleicht auch lebend rausgeht. Und vielleicht war es das jetzt mit ein bisschen Glück. Ja, okay. War nicht mal so viel Glück erforderlich, glaube ich. Die Erfahrungspunkte waren jetzt auch nicht so krass mit über 7000. Excellent show is the winner you are, bla. Das kennen wir. Was? Das war irgendein Rückchen. Irgendwas mit Esket oder so. Keine Ahnung, für wen das jetzt ist, aber wir werden es herausfinden. Ich gehe wahrscheinlich zuletzt dann auf den richtigen Charakter, so wie ich mich kenne. Ach, hier war ich, glaube ich, schon. Oder war das gar nichts zum Ausrüsten? Hier! Ach, das kann auch nur er tragen? Oder war ich gerade einfach nur mega blind? Nee. Das ist so ein Special-Teil nur für ihn. Was kann das denn? 25% Chance to block, Double Threat Gain from all Actions. Das ist natürlich interessant. Ja, ich glaube, das sollte er kriegen. Die Frage ist nur, was will ich davon abgeben? Ich glaube, auf den Diamond Ring verzichte ich jetzt. Einfach mal so. Bei die Counter Attack. Obwohl, nee. Ich verzichte auf die Counter Attack, weil... Obwohl, warte mal. Purple Belt erhöht auch andere Sachen noch zusätzlich? Okay, dann bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Weil, Counter-Attack schön und gut, aber... Ne, ich lasse das mal so. Der macht ja kaum Schaden damit, deswegen ist das durchaus entbehrlich. Goldly continues. Winning this round will push you one step closer to the championship. Jawohl. Okay, die drei Hexen von der Tanke... 10 Jahre nicht die Zähne geputzt. Die sind schon so grün wie die Wiese im Sommer. Command Aura, bitte. Double Strike hat uns, glaube ich, schon mal wehgetan bei irgendeinem anderen Gegner. Und alle gehen so auf den Arm Sullivan. Okay, also oberste Prämisse sollte sein, die so schnell wie möglich zu dezimieren. Ich würde irgendwie Chaska gerne was geben, was ihr direkt zum Kampfbeginn einen gewissen Anfangsenergiewert schon mitgibt, dass sie nicht mit 0 anfängt. So ein Item wäre mal ganz cool. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die vielleicht nicht so viel aushalten. Warte mal. Ich könnte auch erstmal das hier nehmen. Ja, vielleicht schafft sie das auch ohne Aufladung. Ich versuche jetzt hier mal Eliminate. Okay, ja, die vertragen nicht allzu viel, alles klar. Das heißt, ich weiß, glaube ich, damit, was ich zu tun habe. Wir nehmen jetzt hier einmal Lazarus, bitte. Wenn Alda dran ist, wird sie sowieso eine weitere finishen. Nee. Was? Was ist denn hier los, bitte? Diese komische Double-Dash-Attacke oder wie das heißt, das ist mit Sicherheit kein Zauber, ne? Sondern einfach nur physisch, schätze ich mal. Oh, shit. Das ist fies. Das ist fies. So was macht man nicht. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Komm, kannst du nicht noch irgendwas Schönes zaubern? High Threat Attack. Ja, komm, probieren wir es mal damit.
Und du müsstest jetzt unbedingt eigentlich Renew mal casten. Die Frage ist, ob er dazu überhaupt noch kommt. Aber die Hexe ist jetzt hoffentlich weg, jawohl. Ach, das sind diese Goigals, die wir in irgendeinem Dungeon ja schon mal gesehen haben. So, gucken wir mal. Ah, Paralyse funktioniert leider nicht. Hauptsache, ihr erwischt nicht Corwin. Genau, darauf habe ich nämlich spekuliert. Das ist immer wie so ein Neustart, ja. Total cool und wichtig, vor allen Dingen der Zauber. So, dann nehmen wir jetzt nochmal das, weil das bei Clarity ja jetzt weggefallen ist. Und dann hoffe ich mal, dass wir mit den normalen Angriffen unserer Mädels... den Sack hier möglichst schnell zugemacht bekommen, wollte ich gerade sagen. Gucken wir mal, ob wir damit was reißen können. Jawohl, sehr schön. Boah, über 13.000. Also so krass waren die jetzt nicht, finde ich. Also es ging. Das geht mir immer zu schnell weg. Das war irgendwas Lilanes und... ja, weiter bin ich jetzt nur auch nicht gekommen. Hier haben wir das. Ist das wirklich nur für Sullivan? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Oh. Die Agilität, die geht krass nach oben. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet, wie ich mit ihm spielen möchte. Also die HP sind verschmerzbar. Die Stärke eigentlich auch. Die Intelligenz brauche ich nicht. Eigentlich ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich will nur noch mal auf Nummer sicher gehen und gucken, ob das nicht auch irgendwer anders noch tragen kann. Aber das klingt schon so, als wäre das charaktergebunden. Oh, das ist echt schwer. Mein Sullivan. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Weil guck mal, seine physische Resistenz geht auch um 25% runter. Ich bin mir halt nicht sicher. Agilität hat nichts damit zu tun, wie gut sie ausweichen, oder? Das ist eher der Evade-Wert da unten rechts. Ich meine, der geht auch nach oben, aber... Boah. Ich weiß es nicht. Soll ich es probieren? Wollen wir es ihm anziehen? Wenn wir das jetzt nochmal so rum betrachten. Boah, ich glaube, mir ist noch nie irgendwas so schwer gefallen. Ich wette, ihr habt da eine ganz klare... Also, ich finde, hier ist nur die physische Resistenz ein absolutes Killer-Argument. 25% physische Resistenz oder der große Agilitätsbrocken. Alles andere ist eigentlich voll egal. Und ich präferiere jetzt die physische Resistenz. Ist mir egal. Damit müssen wir jetzt alle leben. So, ja, ich bin gespannt. So, die kennen wir jetzt auch. Das läuft jetzt hier schon wieder so ein bisschen auf Gegner-Recycling hinaus, weil das ist mit Sicherheit der, den wir schon am öftesten hier gesehen haben. So, zeig ich mal an hier. Das macht ein einzelner Schlag. Oh, das war ein Critical. Und so viel hat das jetzt nicht an Schaden ausgeteilt. Wie sieht's hier aus? Okay. Waren das Zauberviecher? Konnten die zaubern? Ich weiß es nicht. Einmal Haste bitte für Clarit. Oh. Ich glaube, das könnte man durchaus als Zauber bezeichnen. So ein bisschen. Ich versuch's mal hiermit. Vielleicht haben wir damit ja Glück. Jawohl. Aber der ist eh so gut wie tot. Deswegen bringt uns das jetzt nicht so viel. Ach nee, der hat ja doch noch ein bisschen was. Ach. Mist. Warte mal. Wer kommt denn dran? Claret, Alda, Corwin. Ja, komm. Mach den jetzt erstmal weg. Dann haben wir unsere Ruhe. So, dann können sie nämlich hier auch in den normalen Angriff übergehen. Hier bitte einmal healen. Der Kampf ist definitiv machbar. Auch wenn Meteor natürlich krass reinhaut. Aber nicht so, damit wir nicht fertig werden würden. So, dann können wir das hier nochmal versuchen. Jawohl. Boah, also bei den Gegnern habe ich entweder mega Glück oder die sind super empfindlich dagegen. Der lebt noch. Dein Ernst? Ich habe mich jetzt schon auf den Sieg eingestellt. Also tue ich eigentlich immer noch, aber den wollte ich eigentlich in der letzten Runde schon davontragen. So, zwei Level. Ups, jawohl. Juhu. Na, wir kommen doch ganz gut durch, oder? Masters Regalia. Masters Regalia. Ich fange jetzt diesmal unten an. Guck mal, direkt instinktiv richtig. Plus 3 MP Regen.
plus 1 Physical Resistance plus 1 Speed, half MP Cost. Wow. Wow, 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 wow. Ist natürlich wieder stärker auf Intelligenz und auf Zauber ausgerichtet als auf... kann das auch jemand anderes tragen? Ja! Das ist doch mal super. Das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, wer das bekommt. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz cooles Teil. Die Frage ist nur... Aha. Für wen ist das am coolsten? Warte mal, ist das schwerer als das, was er jetzt trägt? Das ist Weight 1. Ja, das hier wiegt nämlich gar nichts, glaube ich. Okay, warte, ich will das trotzdem einmal der Vollständigkeit halber kurz mit den anderen abgleichen. Nee, hier will ich das auf gar keinen Fall. Und hier... nee. Also eigentlich wäre das schon für Corwin am besten. Auch die halbierten MP-Kosten. Wenn er das nicht irgendwie schon drin hat, dann ist das hier absolutes Gold wert. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie es hier aussieht. Ja, guck mal, damit ist er dann noch direkt noch im Rahmen. Wenn ich das jetzt nicht falsch interpretiere. Das ist doch schön. Das ist doch super, wenn das mal kein Glücksgriff gerade war. Well, well, worthy challenger for our reigning champion. This is it, the championship round. Ready for the ultimate showdown? Oh mein Gott, mach mir keine Angst. Okay. Tag. Ich bin Negoya. Und wer sind Sie? Können Sie sich keinen Hintergrund leisten? Hat bestimmt einen Greenscreen dahinter und weiß nicht, was er dahinter klatschen soll oder so. Also der erste Angriff, der war okay. Ich finde die meisten Angriffe eigentlich okay, die sich nur gegen einen richten, so. Ja, ich glaube, hier können wir mal ein bisschen tiefer an die Trickkiste greifen. Ich werde es mal hiermit versuchen. Einfach mal gucken. Wahrscheinlich kommt sie gar nicht erst dazu, das komplett aufzuladen, aber probieren geht über studieren. Ja, also was sie hier an Schaden austeilt, das geht eigentlich auch klar. Ich werde jetzt hier mal eine Magic Barrier aufbauen. In der Annahme, dass das vielleicht ein magischer Angriff sein könnte. Wobei, eigentlich sieht man das hier immer schon ganz gut, ne? So, dann nehmen wir jetzt mal das hier. Und gucken, was dabei rumkommt. Jawohl. Ich weiß zwar nicht, was Demoralisierung hier in dem Spiel bewirkt, aber das war gerade mit dabei, wenn ich mich nicht verguckt habe. Das heißt, muss ich... Ah, ja, da war sie dann auch mit ihrem Angriff. Sehr schön. So. Hier verlasse ich mich, glaube ich, weiterhin auf Eliminate. Und mit ihm alles, was mit High Threat einhergeht, nehme ich gerne. Das hat aber gerade irgendwie kaum... Oh Gott. Gott, der hat uns alle angesteckt mit Tröpfcheninfektion. Ich habe keine Ahnung, was dieses lustige Männchen da sein soll. Aber ich würde jetzt spontan drauf tippen, dass wir irgendwie langsamer sind oder so. Ach ja, und meine Angriffsverstärkung ist jetzt auch nicht mehr drin. Ich werde mal Claret erstmal wieder Haste geben. Okay, das Männchen ist da immer noch. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber... Ja, ich mache jetzt mal das hier, um die Tech Resistance zu senken. Ja, und der beißt sich hier gerade schön an Sullivan fest. Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Das war gerade echt ziemlich lame. Vom Schadensoutput her, meine ich. Okay, warte mal. Ich hatte doch mit Corwin irgendeinen Zauber. Mit dem... Ach nee, nur vom One Ally. Habe ich nicht auch was, was allen... Irgendwie heals all allies. Cleanses debuffs. Long charge time. Ah, guck mal. Die halbierten MP sind ja auch direkt schon berücksichtigt. Das ist natürlich schön. Haste. Innervate. One Ally... Nee, ich nehme jetzt Renew. Jetzt, wo das keine 80 MP mehr kostet, kann man das ja mal machen. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Und hier, weiß ich nicht, werde ich jetzt immer damit angreifen. In der Hoffnung, dass vielleicht was Schönes Neues mit dazukommt. So, du darfst gerne wieder eliminaten. Okay, da ist der Schaden immer noch fünfstellig. Das ist schon mal gut. So. Renew kam jetzt von uns. Und dieses Majesty, das macht immer diese... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das macht. Das hat uns damals die Männchen beschert. Damals, vor 10.000 Jahren.
und 11.000 Parts oder so. Obwohl, nee, so ganz ging die Rechnung gerade nicht auf. Würde ja bedeuten, dass ich pro Jahr gerade mal ein 1, irgendwas Folgen runterlade. Hochlade. Mann, ich bin voll verwirrt, über was ich mir manchmal so Gedanken mache, während ich hier am Kämpfen bin, ja. So, lasst uns mal den Equalizer nehmen, bitte. Ich verstehe immer noch nicht, warum der den Thread nicht nach oben schraubt, weil eigentlich steht das doch in der Beschreibung drin. Oder ich habe das Lesen jetzt auch verlernt, kann natürlich auch sein. So, dann, ich versuche es jetzt einfach mal wieder mit Command Aura. Das haben sie jetzt alle wieder drin, das ist schön. So, dann können wir nämlich wieder ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich glaube, den kriege ich. Ich glaube, den kriege ich. Hier mache ich mal Regeneration für alle rein. Du kannst gerne einmal taunten. Okay. Irgendwas hat den gerade schon wieder demoralisiert. Also irgendwann müsste der eingehen wie weiß ich was. Weil der wahrscheinlich dann keinen Bock mehr hat, mit uns zu kämpfen oder so. Der Thread von Sullivan ist gerade sehr, sehr gut. Da muss ich jetzt auch nicht großartig irgendwas für leisten. Hier eliminate ich jetzt einfach. Ich glaube, das macht nämlich hier... Jawohl! Wir haben es geschafft! Über 30.000. So schwer fand ich den gar nicht. Ich fand die Kämpfe gegen diese Elementarviecher irgendwie heftiger. Aber ich freue mich, dass es geklappt hat. Yeses! Amazing, that makes you the arena champion. Here you go. On behalf of the city, a gift for the entertainment you've provided. Oh! Ho 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 ho. Oh oh. Ah. Okay. Irgendwie neue Superkräfte oder was? Das erinnert mich ein bisschen an die Apfelanimation. You have reached your ultimate class. Why you had to choose parts before now? You have all the active and passive skills. Oh, of the class you didn't choose. Eigentlich freue ich mich, aber wisst ihr, wie kompliziert das jetzt in den nächsten Folgen wird? Enjoy, ja. Danke. Voll der Schlag ins Gesicht, aber cool. Wow, ich glaube, ich werde mich schon allein mit diesen ganzen Möglichkeiten dann in der nächsten Folge auseinandersetzen und dann ist der Part auch schon rum. That's it, you're the champion. What to do now? Perhaps there are even more powerful opponents out there. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Warum darf ich denn hier eigentlich nicht durch? This is as far as you go without special permissions. Hallo, ich bin der King of Spades, ja? Ich habe die Karte zumindest bekommen. Reicht das nicht? Um unter Beweis zu stellen, dass ich es volle Möhre drauf habe? Wahrscheinlich nicht. So. Irgendwie zieht es mich sehr magisch hier hin. Hier habe ich mich übrigens auch noch gar nicht umgesehen. Das ist aber two-handed. Das hier ist schlechter vom Stärkewert her. Essence Gatherer. Das sieht aber schon besser aus als das, was er aktuell nutzt. Wir kaufen mal für Corwin diese Waffe ein. Alda Minus, Sentinela. Mhm. Ich meine HP plus 0, aber unten sieht das ja eigentlich schon ganz interessant aus, ne? Weil, ja, aber gut, ein Stärkewert von plus 1. Das ist wahrscheinlich auch nicht so der Knüller sein, ne? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich will hier sonst nichts weiter einkaufen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fail mit dem Einkauf für Corwin. Leider doch. Hits all enemies. Magic damage. Absorbs HP. Siphon life. Ich weiß nicht mehr, was das für einen Effekt hatte, aber... Ich will nicht, dass er das bekommt. Nicht, wenn die Dings so weit nach unten krachen, die... Die Intelligenzwerte, das muss dann nur auch nicht sein. Deswegen muss das jetzt leider wieder weg. Ja, schade ums Geld, aber... Naja, was soll's. So, was haben wir hier nochmal? Boah, ich bin hier echt zu doof, um einzuschätzen, was mir hier gut gefällt und was nicht und was sinnvoll ist und was eher nicht. Die halbierten MP-Kosten. Das haben, glaube ich, alle, bei denen das irgendwie wichtig ist. Das hier ist auch interessant. Intelligenz minus 500 und andersrum haben wir hier auch sowas.
Ich bin gerade echt am Überlegen, weil für die Leute, die wirklich nur eine Schiene fahren, ist das sehr interessant. Ach so, hier Purple Belt, hier sehe ich das auch alles plus 5. Eigentlich ist dieses Item total sinnlos, weil 5 echt hier ein Tropfen auf dem heißen Stein ist inzwischen. Und sowas hier ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, die ganzen hier im unteren Bereich, die sind schon ganz interessant. Aber, warte mal, ich muss mal erstmal gucken. Ja, für heute werde ich sowieso jetzt nichts mehr machen. Wir haben jetzt das Kolosseum abgeschlossen. Wir machen das einfach mal so, Leute. Ach, guck mal, die Ränge haben sich jetzt auch geändert. Das klingt ja geil. Field Marshal, Peacekeeper. Volles Paradoxon eigentlich. Claret ist voll der Pazifist und Sullivan voll der Feldherr, der die Leute in den Krieg ziehen lässt. Alles nur für den Frieden wahrscheinlich. Deswegen ist das doch nicht so widersprüchlich, keine Ahnung. So, wow. Okay, ja, ich bin gerade total irritiert. Also ich werde, bevor ich die nächste Folge aufnehme, mal gucken, ob ich bei den Accessoires, bei den Augments oder hier irgendwas einkaufe. Ich werde auf jeden Fall nicht mit so viel Geld in den nächsten Part starten, wie ich das jetzt noch beisammen habe. Und wir werden uns dafür, weil ich das Offscreen mache, dann beim nächsten Mal direkt weiter nach Stormrook Village oder wie das heißt, bewegen. Warte, so viel Zeit muss sein, das will ich mir jetzt kurz nochmal angucken. Ja, New Stormrook, so heißt das. Genau, New Stormrook. Da, und wir haben ja den Teleporter schon gefunden. Und ja, hier können wir jetzt einen Haken dran setzen. Ich bin super stolz, dass das funktioniert hat. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!